Mein Name ist Leon Waldminghaus, Rücken Nummer 23 und ich spiele im zentralen Mittelfeld. Ja, Leon, danke für die Vorstellung. Wie ist denn dein Fazit zur letzten Saison? Also die letzte Saison habe ich als sehr positiv wahrgenommen. Auch die Tabellenposition, womit nicht unbedingt jeder gerechnet hat am Anfang der Saison. Und das Pokalfinale braucht man nicht sprechen, das ist natürlich eine riesige Enttäuschung, aber das müssen wir jetzt versuchen abzuhaken und dass das keine Rolle mehr für uns spielt. Ja, definitiv. Also das Pokalfinale ist natürlich sportlich bitter für uns gewesen. Wie ist denn so der Mix zwischen den jungen Talenten und den Erfahrenen, so wie Stali? Wie kommt ihr da klar in der Mannschaft? Also ich empfinde den Mix als sehr, sehr gut. Also den Mix aus Jung und Alt, dass die alten Spieler uns immer Tipps geben können. Und sie helfen uns auch wirklich sehr viel auf dem Feld, neben dem Feld, beim Training, in der Kabine. Und dadurch finde ich, der Mix ist auch enorm wichtig. Und deshalb finde ich es halt sehr gut. Du hast in der letzten Saison, bist du eigentlich relativ schnell Stammspieler geworden. Da hast du zwar die ersten, glaube ich, 7 Spiele, warst du noch nicht im Kader teilweise. Aber dann wurdest du relativ schnell Stammspieler. Wie hat dir das gefallen und wie hast du das wahrgenommen? Das habe ich als sehr, sehr positiv wahrgenommen. Habe ich auch nicht unbedingt mit gerechnet. Aber es hat mich sehr gefreut und ich habe immer alles gegeben und habe es auch als sehr positiv wahrgenommen, dass ich immer spielen durfte und mich immer präsentieren durfte. Was sind denn deine Ziele und die Ziele des Vereins jetzt für die nächste Saison? Was schätzt du? Also mein Ziel ist einfach, in jedes Spiel reinzugehen, das Beste zu geben. Nicht nur ich, sondern die ganze Mannschaft und versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Und dann wird sich zeigen, wofür es dann am Ende der Saison gereicht hat. Alles klar. Dankeschön, Leon.